Herzlich willkommen, mein Name ist Florian und heute werde ich euch die Funktionen und Vorteile von Via Condition vorstellen. Via Condition ist eine Live-Zustandsüberwachung von beispielsweise optionalen Maschinenelementen. Also hier werden mir, wenn Sensoren verbaut sind, diese angezeigt oder auch allgemeine Betriebsdaten. Wir sehen das auch hier. Beginnen wir mit den Betriebsdaten. Das variiert natürlich von Maschinentyp zu Maschinentyp sehr. Wir sehen jetzt aber hier sowas wie zum Beispiel gesamte Einschaltstunden oder auch gesamtproduzierte Teile, Gesamtzeit des Vorschubs, der an war. Und diese werden mir hier als absolute Totalwerte sozusagen angezeigt. Was ich auch gerade erwähnt habe, zusätzlich, falls es der Fall ist und Ihre Maschine hat Sensoren, beispielsweise ein Spindelmonitoring, also das sind Temperatursensoren bei der Spindel, würde das Ihnen hier auch so wie da abgebildet angezeigt werden. Und dadurch haben Sie den Vorteil, durch eine Maximierung, also maximale Nutzungsdauer Ihrer Maschinenelemente, haben Sie einfach eine Kostenreduzierung und mit Hilfe der App alles im Überblick. Wir sehen jetzt hier beispielsweise das Spindelmonitoring abgebildet. Der Aufbau ist immer der gleiche. Wir sehen hier eine Bezeichnung, dann wo der Temperatursensor entsprechend sitzt, also hier am Boden der ersten Spindel. Wir haben dann hier den Bereich der Temperaturmessung. Wir sehen jetzt auch hier sind wir bereits am Schwellwert 55 Grad. Deswegen ist auch der Status, der ist immer hier zu finden, auf Warnung. Das heißt, wir müssen das jetzt beobachten. Falls es den Grenzwert von 60 Grad überschreiten würde, dann würde es kritisch werden und wir müssten die Maschine abschalten. Bei den anderen Spindeln, wie man das hier sieht, der Aufbau dieser Temperatursensoren ist ebenfalls der gleiche. Nur der Unterschied hier sind wir im grünen Bereich, da wir uns bei 39 Grad bzw. hier auch 42 oder 45 Grad im grünen Bereich befinden.